Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Hartz-IVler und dieses eBay-Kleinanzeigen, eBay-Thema. Also es gibt, was ich auf eBay-Kleinanzeigen als Hartz-IVler, der nichts nutzt, der keinen Beruf, der keine Traumfirma mit Traumfrau hat, ne? Also du darfst 100 Euro im Monat dazu verdienen. Also was die genervt werden, finde ich manchmal, die Hartz-IVler. Also es gibt auf eBay Kleinanzeigen, gibt es manchmal Leute, man fässt sich an den Kopf. Ich habe das Thema schon jahrelang studiert. Es sind manchmal wirklich solche Hirnnies auf diesen Verkaufsportalen, dass man sich wirklich manchmal fragt. Also manche sind so richtig, ist das Produkt noch zu haben? Ja, wenn es irgendwie auf der Webseite ist, dann ist es noch drauf. Also dann werden die ungemütlich, wenn man da nicht sofort antwortet. Ne? Dann kommt die gleiche Frage nochmal. Dann schickt man freundlich zurück. Ja, geht nicht. Machst die Überweisung. Nee, und dann irgendwie, nee, ich muss für Banküberweisung, muss ich 20 Kilometer fahren. Also ich kann diese deutschen Geldwitze, ich finde die sowas von unlustig. Ich kann auch nicht mehr drüber lachen, weil das Thema PayPal oder Banküberweisung, das nervt den Hartz-IVler so oder so, weil meine PayPal-Konten muss ich Jobcenter schicken und meine Bankauszüge muss ich Jobcenter auch schicken. Also ist es im Endeffekt wurscht. Also wer in Hightech-IT Neuland, Deutschland noch immer kein Online-Banking hat, ja, dann kann ich auch nichts dafür. Aber ich mag ganz im Ernst, hört doch mal auf, den Hartz-IVler zu nerven, wegen so 8,55 €, die dann irgendwo aufs Konto eingehen. Ne? Also lasst doch den Typen einfach in Ruhe und hört auf mit euren blöden Geldwitzen. Die deutschen Geldwitze, das ist sowas von unlustig.